Das klappt wirklich. Ich zeige euch heute meine Top 5 Lifehacks der Woche. Meinen absoluten Favoriten findet ihr am Ende, also schaut das Video komplett und lasst mich wissen, welcher euch am besten gefallen hat. Wir starten mit Lifehack Nummer 1, das ist einer meiner absoluten Favoriten und zwar ist das der Knoblauch-Lifehack. Jeder von uns kennt das, Knoblauch schälen ist mega anstrengend. Angeblich ist es aber möglich, dass man mit einem Messer den Knoblauch ganz einfach aus der Hülle bekommt. Messer in den Knoblauch. Einmal links, rechts. Und das klappt wirklich. Unser nächster Lifehack ist der Avocado-Lifehack. Jeder von uns kennt es, den Kern aus der Avocado zu bekommen, ist super kompliziert. Angeblich geht das aber ganz einfach. Ich setze die Schutzbrille auf und wir schneiden die Avocado auf. Die Seite ist schon mal frei. Hier haben wir den Kern. Früher habe ich immer versucht, mit dem Messer den Kern rauszubekommen. Das geht aber viel einfacher. Ihr nehmt die Avocado in die Hand und drückt von hinten den Kern ganz einfach raus. Und ihr schneidet euch mit Sicherheit nicht in die Finger. Der nächste Lifehack ist der Dosen-Lifehack. Jeder von uns kennt das Problem. Du willst eine Dose aufmachen und brichst dir dabei immer den Fingernagel ab. Und selbst wenn er nicht abbricht, ist es mega kompliziert, da drunter zu kommen. Mein Lifehack geht ganz einfach. Ihr nehmt eine zweite Dose, setzt diese von oben auf und dann geht die Dose ganz einfach auf. Als kleines Special zeige ich euch jetzt noch, wie ihr die Dose ganz einfach einschenken könnt. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist das Glas kippen und die Dose mit diesem kleinen Nüppel oben aufsetzen und dann einfach umkippen. Ohne zu schäumen. Ein Lifehack, der mich absolut überrascht hat, ist der Ketchup-Lifehack. Jeder von uns kennt das. Normalerweise nimmt man das Ketchup, dreht es um und macht es auf den Teller. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, wie der Ketchup ganz einfach und fast von alleine aus der Flasche kommt. Dreht den Ketchup um und drückt dann hier diese beiden Enden zusammen. Und dann müsst ihr fast gar nicht mehr drücken. Und der Ketchup kommt von alleine raus. Wow! Jetzt haben wir Ketchup auf dem Teller, aber nichts zu essen dazu. Jetzt zeige ich euch meinen absoluten Lieblings-Lifehack, der euch das Leben erleichtert, wenn ihr keinen Sandwich-Toaster zu Hause habt. Alles, was ihr braucht, sind zwei Scheiben Toast. Dann nehmt ihr ein Glas und hüllt hiermit den Toast einmal aus. Den Rest natürlich nicht wegschmeißen, den könnt ihr auch noch essen. Zwischen die beiden Hälften, die ihr habt, legt ihr dann ganz einfach Käse und drückt an der Seite einmal alles zusammen. Dann setzt ihr natürlich die Schutzbrille auf und nehmt euch einen Toaster. Hier packt ihr den Toast rein und los geht's. Dann warten wir nur, bis der Toast fertig ist oder holen ihn schnell raus und haben das perfekte Käsesandwich. Jetzt brauchen wir nur noch den Ketchup. Dippen rein und dann guten Appetit. Ach ja, kleiner Lifehack am Rande. Wenn ihr diesen Nüppel verliert, womit ihr eure Toastpackung zumachen könnt, ganz einfacher Lifehack. Ihr nehmt die Packung, dreht sie einmal ein und stülpt dann ganz einfach den oberen Teil um den Toast herum. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Lifehacks zeigen. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Nachmittag, schönen Morgen oder wann auch immer ihr dieses Video guckt und sag bis zum nächsten Mal.